Benutzeroberfläche LibreOffice 7.3. Benutzeroberfläche auswählen. LibreOffice bietet Ihnen viele Möglichkeiten, die Benutzeroberfläche anzupassen. Wählen Sie beim ersten Start von LibreOffice die von Ihnen gewünschte Benutzeroberfläche. Wählen Sie im Menü Ansicht Benutzeroberfläche. Es erscheint der Dialog Wählen Sie Ihre bevorzugte Benutzeroberfläche. Sie haben nun die Möglichkeit, aus mehreren Varianten zu wählen. Im Dialog links erfolgt die Auswahl der Variante. Rechts im Dialog ist jeweils eine Vorschau und darunter eine Erklärung zur Variante. Sie können sich zunächst alle Varianten mit Ansicht und Beschreibung ansehen. Das Menü am Beispiel Weiter. Das Menü ist in der Variante Symbolleisten immer vorhanden, außer im Zustand Vollbild. Wenn Sie im Menü auf einen Punkt klicken, öffnet sich jeweils ein Dropdown-Menü, in dem mehrere Menüpunkte zur Auswahl stehen. Klicken Sie hier zum Beispiel auf Datei und das Menü Datei wird geöffnet. Symbolleisten allgemein. Alle Symbolleisten können manuell über das Menü Ansicht Symbolleisten ausgewählt und damit zu- oder abgeschaltet werden. Sie können Symbolleisten an- und abdocken und fixieren oder fixieren aufheben. Mit einem rechten Mausklick in eine Symbolleiste erscheint das zugehörige Dropdown-Menü. Dort ist der Name der jeweiligen Symbolleiste ersichtlich und es gibt Möglichkeiten, die Symbolleiste anzupassen. Symbole in der Symbolleiste. Wenn man mit der Maus über ein Symbol einer Symbolleiste fährt, erscheint in den meisten Fällen ein Hilfetext und erläutert damit die Funktion des Symbols. Einige Symbole haben gleich rechts daneben einen kleinen schwarzen Pfeil. Wenn Sie auf diesen Pfeil klicken, bekommen Sie eine Auswahl. Statusleiste. Die Statusleiste befindet sich am unteren Rand. Sie kann über das Menü Ansicht Statusleiste zu- und abgeschaltet werden. Die Statusleiste enthält viele Informationen zum aktuellen Zustand des aktuellen Dokuments. So zum Beispiel die Wort- und Zeichenzählung, den Überschreibmodus und vieles andere mehr. Seitenleiste. Sollte die Seitenleiste standardmäßig angedockt am rechten Rand nicht vorhanden sein, so kann sie im Menü Ansicht Seitenleiste eingeschaltet werden. Rechts an der Seitenleiste sind Symbole für unterschiedliche Funktionen, zum Beispiel die Eigenschaften, Formatvorlagen und andere.